Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert Nuzlocke Challenge. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. Haben beinahe gegen Bettis ein paar Pokémon verloren. Weil das knapper war als erwartet. Alles fing an mit einer dummen Notsituation. Aber wir haben es ja noch gedreht. Und jetzt sind wir hier ein bisschen an gute Clearen. Aber sobald die ersten Pokémon Level 19 sind, sollten wir aufhören, weil wir ja noch ein paar Trainer in der Arena haben und da natürlich nicht überleveln wollen. Oh, warte mal, haben wir schon welche Level 19? Nein, haben wir nicht. Okay, ich war kurz erschrocken, wenn Nami Level 18 ist. Und Kratzurie zweimal treffen, weil das ist die erste Kratzurie im Kampf. Nami macht das Prinzip einfach anders, als ich das sage. Das ist. Ja, Inek geht runter. Das ist. Aber nicht so weiter tragisch. Nochmal Inek runter. Okay, wir haben es verstanden. Du willst, dass ich langsam bin. Perfekt. Ich habe kurz erwartet, dass wieder. Wenn nur ein Hit fehlt, aufhört. Da haben wir Level 18, Level 18, kurz vor Level 19 das nächste. Also wird es jetzt mit Mabula definitiv in den 19er Bereich gehen. Aber nur, nee, wir haben schon. Krasuno hat jetzt Level 19 erreicht. Okay. Oh nein, das habe ich vergessen. Oh. Ich habe nicht daran gedacht. Ich habe nicht daran gedacht, obwohl es logisch ist. Ich habe nur an den Elektrotypen gedacht, den es dann kriegt. Deshalb wollte ich kein Flug-Pokémon reinschicken. Aber jetzt mache ich hier Karasuno nur. Und dann kriegen wir es im Pflücker schon hin. Schöner Schaden. Kreideschrei, nein. Holen wir noch die TM. Das Evoli-Mädchen da hinten links lassen wir jetzt mal außer Acht. Das nehmen wir noch mit. Ah, da ist ein Pokémon Center, aber jetzt nicht. Ich werde es jetzt vielleicht jinxen, aber ich sag mal, wir werden hier, glaube ich, keine Probleme haben. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Ich würde auch aktuell vermuten, dass wir ohne Verluste gewinnen werden. Aber schauen wir mal. Oh, guck mal, wer da wieder wartet. Arena-Leiter Yaru ist zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stall ist, dass weniger Andrang ist. Hm? Sieht echt so aus. Also, die Schlange ist schon lang. Hätte ich auch keinen Bock, mich anzustellen. Mir hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Du solltest sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf deine Karte. Es gibt einen Weg nach links und es gibt einen Weg nach rechts. Und wir haben da einen Hund. Ein Voidi, der mich nach links führt. Deshalb gehe ich nach rechts. Einmal mal kurz mein Pokémon. Ja, Burstbaby Bahnhof, ich weiß, da ist ein Fleckmon. Ja, Voidi, jetzt führst du mich weiter nach links. Das ist schon notwendig, dass du das tust. Bei der Masse an Wegen, die hier ist.
könnte man sie auch schon verlaufen. Blattstein. Ah, Knospi war doch durch Zuneigung, ne? Ah, so viele neue Sachen. Ja, okay. War auf jeden Fall nicht durch den Blattstein. Hab's nicht mehr ganz im Kopf. Danke, Waldi. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Wieso lasst ihr dann hier einfach Gras drüber wachsen? Ich bin mir sicher, das ist nichts. Das hat nichts zu bedeuten. Da hat einfach nur am Abend jemand Langeweile und hat das reingemäht. Oder die Wollis fressen gerne Gras in künstlerischer Manier und malen ihre Emotionen in die Welt hinein. Fressen ihre Emotionen in die Welt hinein. Ja, Wolli ist schön. Wolli, nicht Wolli. Mein Kopf ist die ganze Zeit bei Volleyball. Ich sag Wolli. Und ganz plötzlich ist die Riesenschlange hier weg. Oh, er hat den Orden. Da kannst du ja stolz auf dich sein. Das ist schon krass. Schon heftig. Wir werden mal Karasuno gehen, oder? Ja, wir können auch erstmal Oshiumi. Ja, Arena Challenge. Wir müssen einen Lauf machen. Zack, ziehen wir uns um. Zwei Trainer haben wir, glaube ich, vor uns. Und dann kommt der Kampf gegen Yato. Hieß er Yato? Da. Pflanzenarena, hier stehen drei Bäume. Okay, da hinten stehen auch nochmal 7, 8. Mission, die der Arena-Leiter von Turffield für den Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Wolli zu dieser Heuballenwand zu treiben. Schiedsrichter, Aufgabe, Ergebnis der Kämpfer, alles klar. Komm mal her, Wolli. Ihr rollt da rein, ihr rollt da rein. Bam. Hat jetzt schon irgendjemand den Hintergrund getroffen, Lika, oder? Ist richtig, ist richtig. Oh, oh. Ah. Willkommen, Arena Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nimm's nicht persönlich, das ist mein Job. Das wird wohl ein Schuss in den Ofen für dich, Rovan. Schöner Flügelschlag. Oh, ist das schöner Schaden. Ja, ich habe nur mit 5 KP gerechnet eigentlich. Ach, war mehr als ich dachte. Du hast deinen Job gut erledigt. War schon hart. Rosé ist Level 19. Du und dein Pokémon seid eine Einheit, so wie es sich für einen Arena-Challenger gehört. Ist das jetzt das? Oh, Moment. Böses Wolli. Ginge da rechts lang.
Schön am Trainer vorbei. Genau. Oh, er will seinen Frust ablassen. Du siehst genauso aus wie Rovan. Aber auch, oh, hi Phil. Ah, Pokémon besteht aus einer Welt von vielen. Ein Eigen. 40 Ling. 100 Ling. Ich fragte, ob es so ein Bewerbungsgespräch. Ah, du brauchst eine Topfrisur und du musst die rot färben. Du musst aussehen wie so ein Pilzkopf. Myrapla. Da werden wir auch einfach nur einen schönen Flügelschlag geben. Mal wieder schön. Ah. Geh doch mal weg, eine Stachelspore. Paralyse ist so mit das Nervigste von allen. Initiative. Musst du dich ruhig. Früher oder später komme ich durch. Und bis dahin hast du mich definitiv nicht besiegt. Das kommt jetzt. Bist du? Und zeig was du mal dafür. Kriegen wir Karasudor wahrscheinlich auf Level 20 bis zum Arenaleiter. Ja, immer schön rollen. Einfach rollen. Einfach rollen. Paralyse haben wir. Da. KP. Da hatten wir noch. Gut, es sind dann doch drei Trainer und nicht zwei. Die typische 3 in Videospielen. Hi. Ich helfe dir mal, da du mich zu übersehen scheinst. Und die 20 Volley, die da rollen. Alina. Die sieht aus, als hätte ich... als hätte sie sich gut gehen lassen dort. Die Augen verraten mir sowas Entspanntes. So. Die macht nicht den Eindruck, als könnte die jetzt so viel aufregen. Das würde sie einfach den Tag so genießen. Wieder ein Mürbler. Wenn du jetzt hier mit Stachelspore kommst, dann kotze ich im Strahl. Ich habe auch nur Stachelspore gesagt, ne? Ich komme natürlich jetzt mit Gift. Gift ist nicht cool. Aber wir setzen ja eh Karasudor für den Arena-Leiter-Cup ein. Giftschaden gibt's ja Gott sei Dank nicht. Beim Laufen, wie ganz früher. Karasudor. Sollten wir... Sollten wir hier uns schon mal möglichst einen Vorteil verschaffen? Warum ist denn? Ah, hier. Spitzer Schnabel. Steht jetzt nur noch der Arenaleiter vor uns. Hab da überhaupt keine Sorge. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. War auch schon hart, ne? Also.
Auf ins Stadion. Ich bin bereit, mir meinen ersten Orden zu verdienen. Da kommt er mit 6 Pokébällen, obwohl er nur 2 oder 2 Pokémon, glaube ich, hat. Meine Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Die Stimme passt so gar nicht zu ihm. Darum nehme ich sie. Daher gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission über... Ja, puh, war schon... Puh. Kriegt nicht jeder hin. Dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab. Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr für mich, alle Register zu ziehen und meine Pokémon zu deinem maximieren. Das wird ein spannender Kampf. Ich frag mich, wo die Leute, die da alle auf den Stadionrängen sitzen, wo die wohnen. Kommen die alle hierher? Die ganzen 500 Mann? 1000? Jaro. Ah ja. Ja, deine Maximierung hält nur 3 Runden. Hätte auch kaum Witz einsetzen können. Was kannst du denn, Pogo-Player? Deine Init erhöhen. Das ist für mich nicht sonderlich schlimm. Ich werde möglichst versuchen, ohne deine Maximierung zu kämpfen. Ja. Wir verdoppeln unseren Angriff. So, mit dem doppelten Angriff hauen wir jetzt richtig rein. Xiaomi Level 19. Haha, wir sind zäh und ausdauernd. Farmer sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen. Wie viel Schaden machen wir? Wir haben einen doppelten Angriff. Zeit für Dynamax. Wir werden euch mitsamt euren Wurzeln rausreißen. Wie viel Schaden? Nicht mal die Hälfte. Wie viel Schaden hast du uns mit einer nicht effektiven Dynaflora? Ha! Dann habe ich eigentlich nichts zu befürchten, oder? Oh, Volltreffer, oder? Nee, okay. Einfach nur richtig gute Wahl. Level 20 für Karasuno, Shimsticks, Level 19 für Nami. So verwelkt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. Danke, Daniel. Ich weiß. Du hast dich in diesen Kampf reingekniet und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen Arena-Leiter besiegt und dann, um deine Leistung zu ehren, verleihe ich dir hiermit den Pflanzenorden. Futter. Acht Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena-Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei. Geh und zeig's den anderen Arena-Leitern.
Spiel und zeigt sie in einer Arena leider. Was kriegen wir? Zauberblatt. Ist das besser als Rasierblatt? Rasierblatt hat halt hohe Volltrefferquote, ne? Ach, Jaro, verschwinde doch. Wieso bist du jetzt extra rausgegangen, um vorne reinzukommen? Hättest du einfach durch die Tür da gehen können? Also, hä? Pokémon müssen geheilt werden, ne? Ja. Was wollte ich denn gerade machen? Ich wollte gerade irgendwas machen. Ich habe vergessen. Achso, ich wollte Zauberblatt nachgucken. 60. Ja, weißt du was? Dann scheißen wir auf die Volltrefferquote, haben Safe-Treffen halt immer. Und haben dann noch ein bisschen stärkeres Potenzial an Angriffen. Stärkeres Moveset, das ist das richtige Wort. Wir sind quasi alle unter Jaro auf. Keine Ahnung. Kraftwurzel. Da unten haben wir ja auch nochmal ein Item. Babystein. Ja, juckt mich. Und hier ist ein TM, ne? Ja. Ach. Ja, die TMs sind hier echt Schmutz, ne? Weil wer dachte sich, ja komm, lass uns. Wir müssen alle hoffen, wir TMs implementieren. Und da packen wir jetzt einfach mal Grimasse rein als TM. Ich weiß, dass ihr Arschlöcher seid. Ich mag es nicht, gegen euch zu kämpfen. Achso, ich muss mal gucken, was ist denn die nächste Level Cap? Pokémon Schwert Arena Leiter. Ich glaube 23, oder? 24. Das Kamalm ist Level 24. Ich pack dich mal nach vorne, weil wir mit dir noch kommen, noch fast gar nicht gekämpft haben. Ich weiß nicht, welche Pokémon die haben. Hat der denn Klick? Nein, der hat keinen Klick, ne? Doch. Stahl. Stahl ist scheiße. Stahl ist extrem scheiße gegen Schnittke. Gegen unseren Aokiti. Blitz ist schlecht gegen Elektro. Schlecht. Deshalb gehen wir hier auf. Gegen Knospi. Kriegen wir durch eine Pflanzenattacke Elektro-Pokémon paralysiert? Ah, okay, anscheinend nicht. Wollte ich aber ausprobieren, war mir nicht sicher. Elektro-Pokémon können ja in der Regel nicht paralysiert werden. Ich wusste nur nicht, ob es auch der Fall ist, wenn das durch eine Pflanzenattacke passiert. Ja, wir wollen eigentlich Iguana fertig machen, damit ich dann zu Wingull gehen kann. Auch wenn dadurch halt natürlich da eher schlecht ist. Nami? Ich glaube, wir gehen zu Nami. Dass wir keine Boden- oder Kampf-Pokémon Kampfattacken haben, ist echt kontraproduktiv aktuell. Ach, hör auf! Ei. Iguana, Doppelschlag. Und wir machen Mogi-Hieb auf Iguana. Das ist schon mal ein bisschen was an Schaden. Das ist nochmal gut. Das sollte ihn finishen, ne? Ja. Macht nicht so viel. Das ist halt dieser runden Schaden dann, der wieder ein bisschen mehr Schaden macht. Ah,
Hat er eine gute spezielle... Oh, Moment. Scheiße, du bist speziell. Ich hätte Rasierblätten rausnehmen müssen. Ach, Kacke, darauf hatte ich dich. Natürlich. Ach, Kacke. Das war dumm. Das war dumm. Ich Yumi nicht. Da hätte ich schon zweimal Ladestrahl eingesetzt. Dann greife ich den mit Normalattacken an. Einfach runterzergen. Oh je. Ja, danach ist der Part definitiv vorbei. doppelter Schaden. Ist hier nicht zwangsläufig doppelter Spaß. Ich könnte Sand wirbeln. Nami, komm schon. Spezialangriff nochmal. Spezialverteidigung. Okay. Werfen wir nochmal Spezialverteidigung hoch. Machen wir so. Ah, Katsuri, dann nochmal. Komm, Nami. Viermal treffen. Reicht vielleicht dreimal sogar aus? Ja, reicht aus. Okay, sehr, sehr gut, sehr gut. Puh. Ja, nervig. Stahl-Pokémon. Da habe ich aktuell noch keine wirkliche Antwort gegen. Wir haben hier wieder Pokémon für uns. Wo rennt er? Käfer, Psycho-Pokémon. Käfer! Ah, warte mal. Ja, doch, ich bin Typ Eis. Er sollte nichts groß können. Mich jetzt hier irgendwo in Probleme zu bringen. Nochmal und dann dürften wir es fangen können. Wie können wir das nennen? Kerada. Obwohl es sich fast nie bewegt, ist es am Leben. Es sollen Psychokräfte in ihm erwacht sein, als es ohne Nahrung seinen Panzer ausharrte. Wie nennen wir unser weibliches Kerada? Es ist ein Psycho-Pokémon. Weiblich. Fällt leider nichts ein, was da irgendwie passen könnte. Deshalb gehe ich einfach an Kanto, also so ein kleines Gimmick an Kanto, Psycho. Und da hieß halt die Psycho-Arena-Leiterin, wenn ich mich recht entsinne, Sabrina. Ah! Die nächste Stadt ist direkt hier rechts. Das heißt, wir können ja nochmal durchlaufen und ein bisschen EP bekommen. Nami darf auch mal wieder vor.
Knospi bin ich mir halt unsicher, ob ich da wirklich den... Knospi kann halt noch nicht so viel, ne? Ach verdammt, ich wollte den Part beenden. Ja, mit dem Kampf geht es dann im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Tschö, mit Ö.